Müsste aber eigentlich so sein. Da passt alles, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, woran das denn liegt. Müssen wir vielleicht noch mal schauen, wenn du mal kurz Zeit hast, irgendwann später, morgen, wann auch immer, keine Ahnung, woran das denn jetzt wieder liegen könnte. So, nichtsdestotrotz geht's heute weiter mit Legend of Zelda. Wir haben ja im letzten Stream damit angefangen, hatten wir schon noch ein bisschen ge Oh, jetzt muss ich mich erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen, ne? Gekocht hatten wir auch schon ein bisschen, ne? Genau, wir haben noch Kälte, wir haben Ausdauer, 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 ein bisschen Geschwindigkeit. Also ich denke, das reicht erstmal. Wir haben ja letztes Mal angefangen und haben schon die vier Belobigungen des Mutes, ne, wie hießen die? Die Abzeichen der Helden, die Legenden der Wahrheit, diese vier Dinger aus den Schreinen da haben wir geholt, damit wir von dem alten Mann oder von dem alten König sogar das Parasegel bekommen haben als Belohnung. Und dann hat er zu uns gesagt, wir sollen nach Kakariko gehen und dort mit einer Frau, Person, was auch immer, namens Imba sprechen. Die kann uns weiterhelfen und sagen, was wir als nächstes tun sollen. Und Kakariko ist da. Also, ihr wisst Bescheid. Wir haben jetzt erstmal einen ordentlichen Weg vor uns. Aber das macht gar nichts. Wir finden, denke ich, hoffe ich mal. Passt es auch, wenn die 4 TB-Platte 130 kostet? Ja, wenn eine 2 TB 60 € kostet. Und der 4 TB dann 130, bezahle ich eigentlich zu viel, ne? Aber ja, wenn das eine gute Platte ist mit viel Umdrehung, mit die richtig schnell ist und sowas, klar, warum nicht? So, hier treffen wir schon die ersten Goblins. Die kriegen erstmal ein paar Headers von uns. Das war kein Header, das war ein Header. Nein, unser Bogen ist zerbrochen. Nicht so schlimm. Unsere Pfeile, die nehmen wir schön wieder mit. Unsere Schildtasche und Waffentasche ist voll. Das war falsch. Das ist unsere Waffentasche, aber da sind wir erstmal noch ganz gut mit bestückt. Schild nutzen wir im Moment eh nicht so wirklich. Und wie sieht das mit unserem Bogen aus? Ja, da haben wir noch gute Bögen, ne? Sehr, sehr schön. Weil dann hätte ich, glaube ich, eine gute gefunden. Ja, dann nehmen wir die, aber erst nächsten Monat. Diesen Monat wird halt nichts mehr. Naja, so schnell wie eine HDD sein kann. Die ist halt auch leise, hat wenig Stromverbrauch und ist auf 1,2 Millionen Betriebsstunden ausgelegt. Das ist viel. Die ist halt auf Dauerbetrieb sogar ausgelegt für einen NAS zum Beispiel, für einen NAS zum Beispiel. Ja, dann bestellen wir uns die, aber wie gesagt, bitte erst. bitte erst nächsten Monat. Diesen Monat wird das nichts mehr. Haut ab, ja! Aua! Ach, geht weg! Okay. Ja, klar, okay. Nee, dann können wir das mal machen. Ich habe gestern ja noch ein bisschen dann weitergezockt, so bis 12:30 oder so. Nicht einmal mehr Probleme gehabt, ne? Kein einziges Mal so ein Standbild von auch nur eine Millisekunde irgendwas gehabt. Also, keine Ahnung. War alles? War alles gut gestern Abend. Das klingt gut, ne? Und vorgestern, wie wir da das erste Mal 3D World gespielt haben, da kam das gefühlt alle 20 Minuten einmal vor. Oder jede halbe Stunde einmal vor. So richtig, richtig oft war das mit dem Standbild. Sehr merkwürdig. Okay, hier haben wir aber auch nichts mehr. Also, ich bin jetzt mal ganz guter Dinge, dass das vielleicht wirklich daran gelegen haben könnte. So. Wir werden unterwegs vermutlich auf viele Bockblin-Dörfer und sowas treffen und auch auf vielen Truhen. Deswegen, der Weg wird mit Sicherheit nicht langweilig werden. Sollten wir vielleicht noch mal zu ein paar Schreinen gehen?
Ja, wir sollten die Markierung vielleicht wegtun. Das ist nämlich in einem ganz anderen Gebiet. Da sollen wir noch gar nicht hin. Wir werden hier auf dem Weg bestimmt sowieso noch Schreine finden. Wenn wir jetzt, weiß ich nicht, noch Umwege in andere Regionen gehen, nur um Schreine zu machen, bevor wir mit der Story weitermachen, dann werden wir gar nicht mehr fertig, denke ich mir mal. Also, lassen wir das und gehen erstmal Richtung Kakariko und können ja Schreine mitnehmen, die wir da sowieso unterwegs finden. Also mal schauen. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Ja, doch, das ist die richtige Markierung. Aber. Oh, shit! Ja, kriegt mein Spieß in den Hintern. Hört auf, ihn wieder zu beleben hier, den Scheißkopf. Weg mit euch. Hö, die stehen wieder auf? Ey, hört auf! Bleibt gefälligst liegen. Wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Easy. Ich auch. Kann dann sogar sein, dass auch alle Bluescreens daran gelegen haben. Kann aber auch sein, dass die unabhängig davon waren. Sodass, so oder so war es gut, die Treiber zu aktualisieren. Ja, das definitiv. Das auf jeden Fall. Das, gar keine Frage. Gestern noch ein bisschen Guild Wars gespielt, dann, ne, Marcel? Dann bei. Wollte ich dann nochmal Draka machen? Haben wir auch. Oh, Flederbeißerauge. Deine Trophäe aus einem Flederbeißerkampf als Kochzutat scheint das Auge nicht zu taugen. Aber vielleicht findest du irgendeinen anderen Verwendungszweck dafür. Vielleicht. Vielleicht können wir damit kleine Kinder erschrecken. Oh. Das wäre ja toll. Cool. So, hier habe ich ein Geschenk für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Und drückst du dem so ein Fledermausauge in die Hand. Das würde ich schon machen. Ist schon geil. Dann wollten wir noch Draka machen. Meinst du, wir haben eine Draka-Gruppe gefunden? Da war eine einzige Gruppe drin. Um 22:20 Uhr war das. Die Draka gemacht. Die Draka gemacht hat. Und das waren nur 15 Leute. Haben wir halt dementsprechend auch nicht geschafft. Aber. Ne, haben dann natürlich verkackt dementsprechend. Keiner hat Draka gemacht. Und dann haben wir noch einmal Nieselwaldküste, habe ich dann noch einmal mitgemacht. Das war mega geil. Und ob du es dir vorstellen kannst oder nicht, ne, Marcel? Als wir Niesel. Was ist denn hier los? Ob du es dir vorstellen kannst oder nicht, ne? Kommen die denn her? Nieselwaldküste haben wir das Meta gemacht ohne Commander. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Ganz am Ende nur beim Kampf gegen die Klaue Jormax. Da hat jemand Tech aktiviert. Aber vorher alles komplett ohne Tech und es hat alles funktioniert. Wer glaubt denn sowas? Und warum wird die Karte uns jetzt hier nicht freigeschaltet? Ist das normal? Oder bin ich schon wieder zu früh? Aber der alte Mann hat doch gesagt, wir sollen Richtung Kakariko gehen. Hau ab. Oder bekommen wir von der Imba später erst die detaillierte Karte? Lass mich in Ruhe, Fledermäuse. Hau ab. Ah, jetzt flogen hier so viele Fledermäuse rum, weil es Nacht war vermutlich, ne? Und deswegen kamen auch die Skelette. Ich könnte mir vorstellen, dass tagsüber die nicht kommen. Ah! Hau bloß ab! Gut. Du, aber... Ach komm, scheiß auf die. Wir gehen erstmal Richtung... Wir gehen erstmal straight Richtung Kakariko. Oh, was seid ihr denn für Vögelchen? Und was seid ihr denn für Gelees? Alter, aua! Genauso. Wir sollten mal ganz kurz ein bisschen was essen. So. Und so. Was, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Oh.
Oh, der große Vulkan da hinten. Ich finde, die Welt ist hier schon echt richtig schön. Nur ich wundere mich, warum die Karte nicht aufgedeckt wird. Ist das normal? Ich kann mich halt erinnern, dass wir letztes Mal erst später eine detaillierte Karte bekommen haben. Könnte halt sein, dass es jetzt in dem Fall hier genauso ist, ne? Oh, du Insekt! Ey, bleib stehen! Ich brauche Insekten für Medizin! Kann ich euch fangen? Wie kann ich die fangen? Ey, bleib stehen! Ups. Ganz offenbar muss das mit den Insekten noch irgendwie anders gehen. Ich würde ja schon mal ganz gerne ausprobieren, dem Fuchsmann-Pfeil in den Arsch zu jagen, ne? Aber es wäre ganz schön gemein. Wir töten keine Tiere, wenn wir es nicht unbedingt müssen. Diese Morgenluft, diese Frische. Riecht ihr es auch? Oh, wie der Nebel noch... Oh, wie der Nebel noch leicht über dem Tal hängt. Einfach herrlich. Lass uns mal kurz gucken, was das denn für eine Fahne da ist. Ich tue euch nichts, Vögelchen. Oh, shit. Sollten wir... Oh, da sind mehrere, ne? Weiß halt nicht, ob das so schlau wäre, es gegen die zu versuchen. Ich glaube, die... Boah, da sind drei Stück, sehe ich gerade auf Anhieb, ne? Okay, nichtsdestotrotz, er hat uns eh schon entdeckt. Wenn der keine Hilfe ruft. Oh, shit. Mal gucken, ob wir den schaffen. Ja, wenn wir den noch ein paar Headshots verteilen, dann geht das ohne Probleme. Oh, das war keiner. Aber selbst wenn... Komm her, Alter! Wenn wir nicht gerade... Wenn wir nicht gerade One-Shot sind... kriegen wir die auch kaputt, ne? Der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin... Okay, das ist kein Goblin, das ist ein Moblin. Klar. Er ist zu hart, um Werkzeuge daraus zu schleifen, kann aber zusammen mit Insekten zu wertvoller Medizin verarbeitet werden. Dafür möchte ich erstmal wissen, wie ich denn Insekten bekomme. Dieses Horn hat einmal einen Moblin-Kopf geziert. Als Zutat in herkömmlichen Rezepten hat es bisher wenig Preise gewonnen. Als Medizinzutat hat es sich jedoch bewährt. Und eine Bockkeule, die Waffe eines Bockblin. Plump, aber sehr schmerzhaft, wenn sie trifft, schlägt Feinden den Schild aus der Hand. Moin, Lord Zum. Hi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Indem du sie fängst? Ach so, indem du sie fängst. Ja, aber wie? Mit der bloßen Hand oder brauche ich dafür eine Ausrüstung? Ich hab mir schon fast gedacht, dass ich die fangen muss, aber fängt man die einfach so oder bekomme ich da einen Kescher später oder irgendwas? Anschleichen? Ah, so. Okay. Alles klar. Erstmal will ich meine Pfeile hier wieder zurückhaben. Na los. Wo sind meine Pfeile hin? Da. Nein, das war ein Bernstein. Okay, dann bekomme ich meine Pfeile halt nicht zurück. Jetzt habe ich nur noch... Null. Okay, wir gehen erstmal Richtung Kakariko. Oder Imbor, eher gesagt. Ich weiß nicht, ob das ganze Ort, der ganze Ort hier schon zu Kakariko gehört. Aber der alte Mann hat gesagt, wir sollen Richtung Imba gehen, also gehen wir Richtung Imba. Ah! Das war nicht geplant. Lass mich in Ruhe. Aua! Hau ab! Ey, der Blaue ist stark. Oh, der Rote ist auch stark. Oh, und ich bin verdammt schwach. Ey, geh mit der Heugabel weg. Ne, das ist ein Besen? Der schlägt mich mit einem Besen? Was ist mit dem los? Aua! Warum ist denn der Blaue so stark? Lass mich in Ruhe! Oh oh, unsere Axt ist weg. Wir nehmen als erstes... nehmen wir mal die Heugabel. Hier, so geht das. Aua!
Oh oh, steh auf, Link. Kann man während des Kampfes essen? Kann man. Juhu! Ah, mit der Heugabel klappt das schon viel besser. Okay. Nein, Heugabel, bitte nicht zerbrechen. Du warst stark. Jeder, wie es verdient. Richtig. Verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt. Aber jetzt ist es so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Ja, toll. Der Besen ist ja stark. Ein Wischmopp sogar. Diese Waffe hat in ihren großen Auftritt von... Was? Wenn es darum geht, die gute Stube zu reinigen, kann zur Not aber auch angreifen, um die Ohren geschlagen werden. Ach, halt, wir nehmen doch kein Wischmopp mit. Eine Hacke. Robustes landwirtschaftliches Werkzeug zum Umgraben von Feldern. Wenn man damit umzugehen weiß, leistet es auch als Waffe passable Dienste. Die könnten wir tatsächlich mal mitnehmen, ne? Anstatt so ein... Ach, wie lässt man das nochmal fallen? Hier übers Inventar, ne? Genau. So. Was ist das? Ein Bocklinherz. Eine sehr seltene Zutat. Ja, okay. Ich meine, die wird wahrscheinlich nicht so selten sein, wenn ich sie direkt schon gefunden habe, ne? Eine sehr seltene Zutat, die du nach dem Besiegen eines Bockblin erhalten hast. Es pocht noch sachte vor sich hin, ob es wohl für irgendetwas gut ist. Ich hoffe ja nicht. Ich wurde gerade angerufen, habe zuletzt mitbekommen, dass ihr eine Needle ohne Com gemacht habt. Und ja, ich habe letztens auch das Meta nur mit einem Mentor gemacht. Ja, auch nicht mal Mentor. Da war überhaupt keiner, der abgeteckt hat. Niemand. Und es hat einwandfrei funktioniert. Marcel, es hat einwandfrei funktioniert. Und das auch mit Draka, ne? Wir wollten dann Draka machen. Warte, ist die... Oh, die Hacke ist auch so langsam. Ich mag eigentlich keine langsamen Waffen, aber egal. Dann wollte ich Draka machen. Um 22.20 Uhr, also jetzt noch nicht so spät eigentlich, eine einzige Gruppe mit 15 Leuten und dementsprechend haben wir es natürlich auch nicht geschafft. Aber, naja... Haben wir hier vielleicht noch irgendwo eine Truhe rumliegen? Ey, komm, man kann schon stolz auf mich sein. Ja, normalerweise lasse ich mich in solchen Spielen noch viel mehr ablenken, als direkt zu dem Ort zu gehen, wo wir hin sollen. Das läuft eigentlich gerade noch richtig gut mit diesem Ablenken. Aber das sind viel zu viele. Ich habe keinen, oder? Sind das zu viele? Schaffen wir das? Ah, guck mal, haben wir Pfeile? Wir haben Pfeile. Wir haben nur einen einzigen Pfeil. Oh, und das hat nicht so gut funktioniert. Wir machen uns erstmal auf den Weg über die Brücke. Welches Spiel geht? Guild Wars 2, genau. Auch mal gespielt vor langer Zeit, okay. Ja, wir spielen Guild Wars 2 eigentlich, ja, mit ab und zu mal ein paar Wochen oder Monaten sogar Pause, dennoch immer wieder sehr regelmäßig. Wir spielen das auch schon seit 5 Jahren fast. Das Spiel, der Guild Wars 2 und wie gesagt, manchmal haben wir mal so 2-3 Monate, wo wir Pause in dem Spiel machen und dann wiederum, wo wir wochenlang nichts anderes spielen. Das ist so, mal so, mal so. Oh, wer bist denn du? Ist notiert. Das Ende ist nah. Und er guckt. Er guckt zum Vulkan. Wenn er wenigstens dahin gucken würde und sagen würde, das Ende ist nah, würde ich das nur noch verstehen. Aber da? Weil der Vulkan ausbricht oder was? Was willst du? Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen. Wo kommst du denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Naja, ist im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Die Gebilde? Ach, die Türme, ja, ja. Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine zu leuchten an. Huch, da ist ja einer. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nicht entgeht, sich das... Was? Damit mir ja nicht entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Ah, die Sache? Welche Sache? Na,
Den Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte. Und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich in den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein, nein. Ich mache mir da keine Illusion, das war reines Glück. In der Gegend im Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Na, suchst du auch jemanden zum Quatschen? Naja. Liebst dieses Emote. GW2 ist das einzige MMORPG, an dem ich hängen geblieben bin und habe fast alles mal ausprobiert. Für mich ist es genau das Richtige. Ja, ist ja bei mir genauso. Elder Scrolls Online, World of Warcraft, was weiß ich nicht noch, was alles. Alles angetestet, aber irgendwie nach kurzer Zeit immer wieder aufgehört damit. Aber in Guild Wars, da komme ich auch nicht von weg. Also das ist echt so das einzige MMORPG, wo, ja, ich auch hängen geblieben bin. Das stimmt. Sehe ich genauso. Aber was machst du? Ich bin auf der Patrouille, immer auf Patrouille. Die Brücke hier ist wichtig für Reisende und den Handel. Deswegen bin ich damit beschäftigt, Monster von der Brücke fernzuhalten. Ah. Frag mich, was du willst. Wir können uns gerne ein bisschen unterhalten. Jetzt zeig mir den Weg. Wo willst du hin? Wir wollen nach Kakariko. Ah. Martin, vielen Dank für dein Follow. Moin, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi. Ah ja, nach Kakariko geht's da lang. Auf der anderen Seite der Zwillingsberge gibt's den Stall. Frag da mal nach auf dem Weg. Okay. Ah. Frag mich, was du willst. Wir können uns unterhalten. Wiedersehen. Viel Glück. Wir können es wohl beide brauchen, was? Hinter den Zwillingsbergen. WoW habe ich vor einem Monat mal wieder reingeschaut, aber das geht für mich nicht mehr. WoW geht für mich halt auch nicht. Ich habe das auch mal so 500-600 Stunden, habe ich mal World of Warcraft gespielt. Aber ich weiß nicht. Hat mir dann irgendwie nach der Zeit nicht mehr so gefallen. Da ist ein Schrein. Wollen wir den Schrein mal machen? Sind wir gerade an dem Schrein schon vorbeigelaufen, ne? Ach komm, lass uns mal ab in den Schrein, oder? Hä? Wir kamen doch aus der Richtung. Warum haben wir denn gerade den Schrein übersehen? Wir gehen einmal kurz in den Schrein und dann Richtung Zwillingsberge. Ich hab mal Bock auf den Schrein. Weil, weiß nicht, ich hatte noch, das ist irgendwie so demotivierend bei World of Warcraft, weißt du? Wenn du da wirklich ein, zwei Monate Pause machst und durch diese Itemspirale, die sie da haben, kannst du dann fast wieder von Null anfangen, wenn du dann wieder weitermachen möchtest. Keine Ahnung, und bei Guild Wars bist du halt immer Endcontent, wenn du einmal Stufe 80 bist. Gut, dann musst du halt Beherrschungsrang levelst du dann, aber du bist halt, deine Ausrüstung, die du dann gesammelt hast, wenn du einmal die aufgestiegen hast zum Beispiel, die sind dann halt auch in zwei Monaten noch Endcontent und nicht wie bei World of Warcraft, dass du wieder von neu anfangen musst. So, das ist irgendwie so, weiß nicht. Verständlich, wenn man Monate für einen Teilgrind, dann zwei Wochen, nachdem man es bekommen hat, ein Update kommt, der es völlig unnütz macht. Ja! Das war, ich habe Jäger gespielt damals, habe dann die ganze Zeit auf die legendären Schultern gegrindet. Dann habe ich die bekommen und eine Woche später oder ein paar Tage später kam ein Update, wo das Standard war. Was diese legendären Schulter bekommen oder gemacht haben, war dann ein, zwei Tage Standard für die Schultern und hatte jeder. Ey, ich habe so gekotzt, ne? Weil ich echt lange dafür gegrindet habe, mich so gefreut habe, bis ich diese Schultern endlich hatte. Und das war einfach der Tod für mich für das Spiel. Danach hatte ich keinen Bock mehr. Alter, unverständlich, finde ich. Einfach unverständlich.